Namen der Herr Patria, Herr Spiritu, Heiligus Timus, Pater Johnson, Pater Johnson, erhöre uns, erhöre unsere Seele, Pater Johnson, Spritzus, Maximus, Insichtus, Erladung, der Papstus heiligt es, Dreispritzigkeit, die heilige Dreispritzigkeit, Amen. Ja, es war ein schönes Abmammeln. Ein schön abgemumble Braids. Ah, sehr schön. Der gute Mumble Braids. Geiste vereint mit Luna, die Soda. Ein Arzt und ein Chirurg. Ein Arzt und ein Chirurg. Im Geist vereint. So, ey, wir haben heiliges Wasser aufgefüllt. Wir sind frisch. Der Eismann kommt und wir brauchen... Der Eismann kommt und eine Göre ist hier unterwegs. Eine Schleckerkerze. Oh, da hinten ist sie hergegört. Hast du sie gesehen? Aber guck mal, hier unten liegt Görenzeug. Besteck. Eine Bong wollte sie bauen. Die wollte doch irgendwas abbongen hier. Und Bongo war sein Name. Hey, das ist doch neu hier, das Rauchertape. Komm mal hier ins Bad. Ist doch neu. Neues Rauchertape. It's almost over. I remember their screams. Doch, Will Kilmer, da geht das sofort. Ne? The naughty things I've done. Naughty things? You are going to die. Okay, irgendwie schmutzige Sachen gehen hier. Oh, oh, oh! Die kamen voll angeslidet. Schmutzige Göre. Ich komme hier nicht raus. Schnell. Du schmutzige Göre! Oh. Wir machen keine Naughty Things mit dir, junge Dame. Ich sprinte davon. Okay, wo sprinten wir hin? I don't like girls. I'm a priest. Jetzt eine Kerze. Wir müssen eine Kerze finden. In thy name of... Hab sie wieder ein bisschen beruhigt. Klingt, als würdest du sie irgendwie mit so einem Taser da unten bearbeiten. Beruhigungstaser. Der katholische Beruhigungstaser. Batz! Voll in die Rippen. Oh, ich habe die Kerze gefunden. Oben neben ihrem Tagebuch lag eine. Aber die ist ganz klebrig und feucht. Okay, ich bin im Zimmer. Liebe Lustkerze. Hier ist wieder Liebe Chelsea. Liebe Lustkerze. Oh, das hat ja gar nicht gut. Shut up. Er wiggelt hier so ein bisschen jetzt. Ja, Child of God, hat er gesagt. Das Kind hat ein Fiebertraum. Okay, jetzt brauchen wir wieder die Hinweiskerze. Ja, ich hol sie raus. Die hartgeriebene. Auch gleichzeitig noch einen Rosenkranz. Oh, geil. Tut halt gut. Sich einen Rosenkranz in den After zu führen, hilft gegen Wunden. Zwischendurch mal einen kleinen Röschenkranz. Ein Rosettakranz. Einen Rosettenkranz gemacht. Ab und zu braucht ein Priester auch einen Rosettenkranz. Geräusche hier, ne? Ja, das Rauchmelder ist... spinnt jetzt irgendwie rum. Okay, Beamen. Wir haben jetzt was im Keller. Ja, wir hatten was im Keller. Jetzt gucken wir erstmal. Irgendwie im Fernsehraum, dass da noch irgendwas abgeht. Jeder Raum hat so seinen spooky Moment. Ja. Ja, da oben im Badezimmer. Im Kinderraum oben vielleicht. Boybett. Ja, oder? Sollen wir mal zum Boybett gehen? Gehen wir mal hoch zum Boybett und... Ich meine, das ist das Master Bedroom? Oder vielleicht hier irgendwie drin? Oder hier? Das ist so ein Ort sein, wo auch ein bisschen Platz ist, ne? Ich glaube, es gibt ja ein Geräusch, wenn du was findest, oder? Ja, auch der Task ändert sich. Aber es scheint immer an irgendeiner Wand zu kleben. Ja, ja. Also müssen wir jetzt quasi die Wände ablaufen. Quasi Swazi? Swaziland? Ich denke, in ihrem Zimmer wird nichts sein, weil... Das weiß man nicht. Ja, aber es ist ja so der finale Raum. Finale heilige Raum ist das ja. Zwischenevent vielleicht. In der Küche könnte ich mir was vorstellen. Fliegt dir Pizza ins Gesicht. Oder so ein dämonischer Nudelsieb. Nudelschiss. Ein Siebschiss. Ich habe gestern Siebschiss hingelegt. Gestern mein Schiss durchgesiebt und Gold gefunden. Schon Gold gefunden, Junge. Okay, hier ist nix. Nee, hier ist der Fire-Event. Ich halte das Holy Cross.
Eine Domestic Location. Ja, hier vielleicht, weil immerhin haben wir jetzt hier so ein Rauchertape wieder gefunden von Großmutter. Die hat sie nämlich aufgenommen, damit man sie nach ihrem Tod abspielen kann. Die Trumpische Villa. Oder doch nochmal im Keller, aber nee, oder? Hm. Meinst du einen Doppelkeller? Weiß nicht, der Keller ist halt auch groß. Ja. Habe ich das erste überhaupt im Keller gefunden? Wo war denn das? Da hinten an der Wand. Was war das? Klang, als hätte er irgendwie die Tabakdose geöffnet. Das war er. Ja, da war er. Ich höre halt immer den Eismann da oben. Naja. Und die alte Tabakdose von Großmutter. Die Tabaktupper. Den ganzen Tag hat sie mit Stopfen verbrannt. Den ganzen Tag hast du dieses Tschick-Tschick von der Stopfmaschine. Und Klopfen hat sie. Ja, ja, genau. Auf dem Glastisch hat sie immer noch geklopft. Auf dem Fliesentisch. Auf dem Fliesentisch, ja. Ah, hier müsste eigentlich was sein. Das ist eigentlich so ein Raum zwischen den Katzenfotos. Alter, hier Party. Und den Fotos. Party Island am 24. April. DJ Donald. DJ Donald. Marisha. Und die Scott Boys waren da. Die Scott Boys? Die Scottish Scott Boys. Skit Boys. Gib bitte Scott. Was? Muss irgendwo was sein. Ah, hier am Fenster. The Heart of the House. Herz des Haus. Was ist denn das Herz? Küche, oder? Ja, eigentlich Küche, schon. Essbereich, so. Das ist doch eigentlich da, wo das Herz ist. Wollen wir, aber dann nimm auch gleich mal deine Weih-Dinger in die Hand. Oder ein Fotoapparillo, ne? Wofür war der Fotoapparillo? Flash it with the camera or holy water. Ach so, okay. Ich nehme mal den Fotoapparat. Ich will mal wissen, wie der so abgeht. Flash mal, ey. Ich spritz Wasser. Er ist ja jetzt stärker geworden. Oh Gott, es ist voll dunkel. Bist du hier? Wo bist du? Ja, oder Esszimmer nebenan, hä? Wow! Wow! Alter, da kommt auch sie. Du hast ihn aber direkt weggeflasht, oder? Ja, hab ich ihn wirklich erwischt? Ich glaub schon. Nee, der lebt da hinten noch, oder? I summon the Holy Lord. Alter, die Schränke, es klappert hier übel. Was geht hier ab? Hier! Hey. Ich hab sie abgespritzt. Okay. Ich glaub, es war gut. Okay, wir haben das Haus, das Zimmer ist gereinigt. Alter! Ich will eine Candle finden. Aber ich kann schon wieder einen Rosenkranz mir reindudeln. Ich bin richtig süchtig nach diesen kleinen Knuspergrenzen. Kleinen Knuspergrenze, das ist immer was zu naschen in der Hose. Kreis Industries Knuspergrenze. Von, wow, ich von hab mir alle Zähne ausgebissen. Oh. Eine Kerze finden. Das kann ich eigentlich auch ablorden. Jetzt kannst du lorden, ja. Geh mal hier oben ins im Sieb ist nichts. Ich geh mal in den Keller ein bisschen gucken. Woran erkenne ich denn diese Kerzen? Einfach große weiße Kerzen. Groß, weiß, milchig, wabbelig. Was solltest du eigentlich kennen? Das ist mein Körper, den du gerade beschrieben hast. Hä? Jetzt ist sie plötzlich im Keller drin. Ich kann sie nicht bändigen. Aber du musst. Sie sagt, sie will die neue Staffel Temptation Island gucken. Oh nein. Sie will abbachelern, hat sie gesagt. Ich höre da unten den Taser und... Im neuen Kreis Industry Teenie Taser. Kennen Sie das auch? Teenager wühlen ihren Garten um. Jetzt neu von Kreis Industry. Der Teenie Taser. Ich hab die Kerze. Ah, okay. Wo war sie? Unten im Keller auf einem alten Ölfass, was man halt so hat, ne? Okay, ich bin oben. Mir ist aufgefallen, du kannst nur sprinten, wenn du geradeaus nur drückst. Wenn du strafest, sprintest du nicht mehr. Stimmt. So, Achtung. Sie fährt wieder in ihren Körper.
in the name of the Father. Was, the mother of life? And the Holy Spirit. Oder my mother's wife? Okay, jetzt hat er erstmal hier ein ordentliches Gebet reingedrückt. Okay, neue Candle Clue. Abcandeln, ja. Okay, also auch Fenster angucken. Kann es auch sein. Hier war der letzte dann am Fenster. Hier war der letzte, genau. Hier gucken ist ja eigentlich auch wieder ein eigenes Zimmer. Wir sehen es ja, sobald es anleuchtet, kriegen wir eine Message. Da ist wieder einer pinkeln. Da muss doch irgendwas in der Küche los sein, das gibt's doch nicht. Don't touch the meatballs. Don't touch the meatballs. Hier. Ah. It lurks in tight spaces. Tight Space, vielleicht oben der Schrank? Irgendein Schrank oder sowas, ja. Oder hier vielleicht, guck mal hier. Ne, ne, oben der Wandschrank. Ah, the closet. Warte, ich nehme meinen Saft. Ich hab meine heilige Kamera. Die Kamera hat ihn gut geflasht, ey. Wo war denn der? Beim Boy Bedroom, oder? Mal hier durch. Oder hier. Ja. Hier, ja, hier war das. Das ist doch eine Kottüte da oben. Hier ist nichts. Was ist denn noch tight? Vielleicht sollten wir doch mal in den Master Bedroom gehen. tight spaces. Wow! Ja, wirklich bei der Göre. Alter! Ich kann dich fotografieren, warum? Jetzt habe ich da Wisch? Nee. Oder? Nee, der lebt noch. Hier! Okay. Ja, hab mir voll auf die Fresse gegeben. Puh. Okay. Die schreit da unten wieder. Ich nehme den Crossy. Wieder Kerze suchen. Ich nehme's Crossy. Ich weiß nicht, ob schon gefunden. Oh, nice. Ich weiß nicht, ob ich den Kranz benutzen soll oder ob ich noch warten soll auf Kranz-Use. So, das waren alle Candles. Okay. Sie ist aufgestanden. Gib ihr einen mit. Besänftige sie. In the name and the power of the Lord. Okay. Die Angel Spirits im Haus, sie wollen uns helfen. Kind, du musst liegen bleiben. Du bist noch sehr schwach. Hier so vielleicht am Spiegel. Dieser Geist, er treibt unsere Wasserrechnung in schwindelnde Höhen. Ihre Tochter könnte bei dem Ritual draufgehen. Wissen Sie, was so viel Wasser kostet? Sie ist schon bewusst, dass ihre Tochter sterben könnte. Ja, aber Energiepreise derzeit. Der Geist hat das Thermostat verstellt. 2 Grad höher. Muss weg. Oh, was? Das in der Nacht, wo man eine Decke hat. Muss eine sehr böse Präsenz sein. Ey, ich halte immer noch hier in diesem Fernsehzimmer fest. Kann doch nicht sein, dass hier nichts ist. Unheimliche Fernsehzimmer. Dem unheimlichen 24/7 Testbild. 24/7 RTL läuft, RTL-Testbild. Das gibt's gar nicht mehr, ein Testbild. Hatten wir hier die Küche? Jetzt mal ganz im Ernst, wo könnte jetzt noch was sein? Na, Clues können sich ja theoretisch überall. Ich geh nochmal in den Keller und guck mir nochmal die Kellerwände an, ob hier Kellerschmierereien sind. Weil der Keller ist halt relativ groß. Ich glaube, ich werde mir mal einen Kranz usen.
baller ich mir auch mal wieder so einen kleinen schmackhaften Kranz rein. Boah, da ist aber einer Möbel verrückt gerade. Wo sind die Clues? Wo sind die Clues? Wo sind die Clues? Scooby-Doo, wo ist der Clue? Blur vielleicht irgendwie so hier? Ja, hier waren wir schon, aber wenn du dran vorbeiläufst, dann kommt ja eh der Angel. Ja, muss ich schon genau anstrahlen. Hier! The presence lurk in the dark. Wo ist denn dunkel? Ja, prinzipiell überall. Keller oder so, ne, da waren wir ja schon. Ja, vielleicht ist es nochmal im TV Keller. TV-Room vielleicht. Achso, ich nehme mal Holy Water in die Hand, oder? Ja. Ich nehme mal wieder meinen Fotoapparillo in die Hand. The dark. Pff. Draußen? Nee. Oder hinten im Garten vielleicht, in der Veranda hinten. Weißt du, so ein... Dieser Garten-Ghost, also hier ist nix. Ja, aber hinten die Veranda meine ich. Geht ja nochmal hinten raus, irgendwie. Oder im Keller halt doch. Oder halt nochmal wirklich im Keller. Was denn hier? Hier geht's ja nochmal weiter. Haben Sie was, Herr Johnson? Nee, hier ist nix. Jetzt bin ich wieder im Haupteingang. Ach so. Dr. Johnson. Dr. Vater Johnson. Einst Kinderarzt. Wow. Oh, Alter, der Schrank! Alter! Er kommt auf mich zu! Ich kann wieder nicht meinen Fotoapparillo usen. Wir müssen erst aufdrehen oder so. Ist weg, oder? Oh, ja, ja. Muss aber auch wieder das Kreuz rausholen. Puh. Vorsicht. Johnna Vagini. Johnna Vagini? Was? Die Fußballerin? Die Weltfußballerin Johnna Vagini? Die Weltfußballerin Johnna Vagini. Ja, sagt man das in den immer? Silbernen Fuß. Oh, oh, oh. Sie ist gekrabbelt. Alter! Taser die. Ich taser sie. Schnell raus hier. Aus dem Taser-Keller. Ich kann nicht. Sie ist im Weg. Sie rennt hier. Oh. I summon the Holy Lord. Alter, die sieht echt nicht mehr so gut aus, du. Rutzel sie weg. Sie hat mich. Ich muss in ihren Ausschnitt starren. Oh, aber du hast doch einen Rosenkranz, oder? Ja. Aber sie zwingt. Kannst du verwenden. Sie hat mich gezwungen, in ihren Ausschnitt zu starren. Und war schön? Nein. Chelsea ist 18. Sie lässt mich nicht raus! Einfach vorbei huschen. Kann ich ja nicht! Dann nach hinten ziehen und dann huschen. Ich suche das Kreuz, dann ist sie auch weg. Ich glaube, sie ist auf dem Weg zu dir. Ich bin am Kreuz suchen. Am Silvercrossen. Oh! Alter! Sie steht einfach in mir drin plötzlich. Ich habe gleich keine Energy mehr. Falls noch irgendwo ein Rosenkranz liegt. Da oben im Boybedroom war noch einer. Jonas altes Boybedroom. Kränzchen. Boah! Ist ja, aber das slidet, ne, durch den Boden. Ja, ja. Hast du's? Den Kranz habe ich aber. Ja, aber kein Silver Cross. Hier vielleicht im Keller unten, wir haben es übersehen. Meinst du, spawnt dann direkt da, wo wir... Aber die macht viel Sport, ne? Sieht man. Die macht Sport. Also, wer sich so bewegt, der hat Muskeln. Hier oben war ich jetzt überall.
I summon the Holy Lord. Gib ihr den Doppel-Elektrostoß. Hey, sie will nicht. Nee, die ist zu stark. Hoch, 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 hoch. Wo ist sie hin? Die Küche gerauscht. Instant-Nudeln machen, hat sie gesagt. Macht sich ein paar Nudlis. Sie geht nicht weg. Ich kann sie überhaupt nicht besiegen. Ganz schön Schmerzen, du. Nimmst sie aber ganz schön ran. Mit deinem Teen Taser. 4000 Ultra Futura. Teen Taser Ultra 4000. Wow! Auf einmal stand sie hinter mir. Ich sag ja, die ist summoned hier, Alter. Yo, die hat mich gegessen. Im Keller. Was? Das ist noch ein Kranzel. Oh, sie will mich. Ich hab noch einen Kranzel. Ja, da. Aber Obacht. Ich übersehe ich auch das Kreuz, weil es ist schon dunkel. Mit einer Candle siehst du halt echt deutlich mehr. Sie sprintet einfach los jetzt, Alter. Ja, klar, wir sind relativ weit. Boah, jetzt ist sie schon wieder hinter mir. Dann ist sie wieder weg. Du musst mega aufpassen. Aber war sie kurz hinter mir, hat mir ein paar Backpfeifen gegeben, dann war sie wieder weg. Vielleicht hängen die Kreuze auch irgendwo an der Wand? Nee. Ja doch, es kann schon gut sein. Hier, ich hab eins. Im Schlafzimmer war eins hier im Boy-Bedroom. Schnell. Ich muss es hinlegen. Oh Gott, ich sehe aber nichts. Wo bin ich? Keine Ahnung, sie ist ja bei mir. Los. Geh ins Master Bedroom und häng das Ding hin. Hab ich. Oh, Gott sei Dank. Fallen Angel. Don't let it in your head. Lässt sich Arnold Schwarzenegger auch noch vertreten. Nur wir machen Exorzist. Immer einen ordentlichen Exorzismus. Don't let it in your heart. Oder Austrian Stomach. So, das kannst du wieder mit der Kerze hier. Hast du was? Nee, du hast was. Du musst. Keine Ahnung, du bist gerade an was vorbeigelaufen, weil ich habe keine Kerze in der Hand. Ja, aber. Hä? Sehe hier nichts. Und unten im Flur. Ja, du musst was gefunden haben. Ich weiß aber nicht wo. Weil ich hatte keine Kerze in der Hand. Ich kann dir nicht sagen, was für einen Hinweis ich gefunden habe. Ich habe mal meinen Nonna Vaginus Spezial Foto Apparillo. Alter, wenn hier noch Rosenkränze irgendwo liegen sollten. Ich habe nämlich nichts mehr. Ich habe auch keinen mehr. Nicht gut. Ich habe irgendwo hier, ich bin da irgendwie in der Ecke habe ich einen Hinweis gefunden, aber ich weiß nicht wo. Vielleicht hier am Fenster oder so. Na, hier war ich. Hier stand ich. Wenn man meint TV-Zimmer losgeschwängelt. Und Mann, wo bist du? Kurz in den Keller gegangen. Achso. Hier ist noch ein Rosenkranz, aber ich habe wie gesagt selber keinen. Lass mal nach oben gehen dann, oder? Na, hier scheint ja nichts zu sein. Also Ben, ist es oben. Also hol schon mal deinen. Ich hab mein Wasser Spritz draußen. Raus. Ja gut, hier wird's nicht sein. X. X. Ach so, er ist strong. Wo ist er hin? Hab ihn! Alter.
Hast du einen Rosenkranz? Nee. Aber geh mal da rein. Wiggle wiggle mal da rein. Ja, warte, ich drop dir einen. Droppen, ne? Den einsammeln hinter dir, in der Ecke. Aha. So, jetzt bist du wieder ein Kreuz, finde ich. Wo war denn das? Hat es gehangen? Hat es gelegen? Hm. Oh, falscher Knopf. Alter! Das hat hier gehangen. Hier an der Wand hat's gehangen. Im Schrank. Hm. Ah, die Candle bringt jetzt nichts, ne? Nee. Achtung, da ist sie! Alter, die frisst mich im Schrank. In thy name of. Ne, sie hat mir direkt gegeben. Problem ist, ich habe keinen Rosenkranz mehr. Ne, keine Kranzis. Und die ist super strong jetzt. Teenage Spirit halt, ne? Den sie jetzt hat. Sie hat den Teenage Ultri Spirit. Ich suche hier gerade nach einem Rosenkranz. Ich hab einen. Unten spawnt immer einen auf der alten Umzugskiste. Ja, ja. Großmutters Kranzkiste. Ich geh mal raus auf die Terrasse zu Großmutter. Ey, ich brauche den gleich selbst. Ja, der hat mir eben so eine reingebuddert. Ich bin schon richtig Kranztendenz. Meine Kranztendenz. Oh! Ja, geil. Alter, in der Tür erwischt. Hast du dich auch? Nee. Aber ich kann da nicht rein, weil sie so schnell ist und... Ich überlege gerade, ob ich mich runter zum Keller robben soll oder ob ich einfach... Einer bleibt draußen, einer robbt. Einer bleibt draußen, einer robbt. Ja, solange ich draußen... Oh, sobald ich reingehe, kommt sie zur Tür gesprintet. Naja, die will dich direkt wegfruten. Fruten? Ich glaube, wir müssen da deutlich sparsam mit den Startgrenzen umgehen. Ans Kranz. Geh mal in den Keller und guck mal, ob da noch ein kleiner Schmalkranz ist. Wie viele Kreuze brauchen wir denn? Da brauchen wir noch drei Objekte, ne? Die sind Bären. Die Ketten? Die Bären, die Ketten, die Kreuze noch. Leck mich am Ärmel da unten. Das ist wirklich wieder nochmal das gute alte... Der gute alte Kellerkranz, Alter. Ja, das ist wirklich ein Kellerkranz, du. Leck mich doch an der Schleife, du. Aber jetzt findet man da ein Kreuz wieder. Das eine vorhin hing an der Wand. Vorsicht! In my name of. Wenn die halt in ihrem Teenager-Rausch ist, ne? Ja, ja. Da hast du gar keine Chance, die kratzt ja so das Gesicht weg, die Alte. In thy name of. Der Schleckerwecker. Du kannst nichts machen hier gegen die. Ich hab jetzt auch nicht nochmal Taser reingejagt. Ey, sie hat mich schon wieder. Nee. Die ist too strong. Die haut mich so kaputt. Ihre Präsenz ist einfach zu mächtig. Aber ich... Oh nein, Mist. Ich frag mich. Oh, 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 nein. In the name of Lux. Ich frag mich, ob beim nächsten Mal hier alles genauso ist nochmal. Oh, oh. Ne, Alter, keine Chance. Nee, ich glaube, wir müssen nochmal eine Runde machen, mehr Rosenkränze. Ja, so. Wir müssen. Die Kranztechnik muss spezialisiert werden. Oh! Alter, guck mal da. Uiuiui. Sie hält uns fest in ihrem... Ja klar, wir sind jetzt Teil der Gang. Alter. Boah, das war ein fieser Teenie-Furz und dann waren wir weg. Holy Forces Against the Wicked Teens. Teil 2. Smells like Teen Spirit. Wenn Sie diesen Sommer nur einen besessenen Teenie-Film sehen wollen, dann schalten Sie ein bei Kies und Kreis. So, wir probieren es nochmal. Vielleicht sind hier die ganzen Dinger an derselben Stelle. Das wäre natürlich dann echt ein Vorteil. Da wüsste man so ungefähr, da muss man lurken.
Ne? Ja, ja. Dann läuft man. Dann kann man da schnell hot durchsteppen. Gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und. Tschüss! Tschüss!